dran bin ich blank, ja. Was dabei? Nicht für Kabel. So, dann grüß Gott. Wunderschönen Tag. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr wünschen, den haben wir zum Glück. So, dann darf ich euch auch bitten, langsam auf eure Plätze zu gehen. Schönen Dank. Ja, herzlich willkommen Ihnen allen hier im Medienzentrum in Eppan. Herzlich willkommen auch an Markus Sorg, den Assistenztrainer von Joachim Löw von der Nationalmannschaft. Markus, vielleicht kannst du jetzt auch mal ein paar Einblicke geben, so in das Trainingsgeschäft, in die Trainingsplanung. Heute das erste Mal mehr oder weniger mit der vollen Kapelle trainiert, mit Ausnahme von Jerome Boateng. Vielleicht kannst du gerade mal so ein bisschen beschreiben, was heute stattgefunden hat und wie ist so der Zustand A der Mannschaft und B jetzt bei Jerome. Ja, erstmal ist natürlich schön, dass wir langsam so peu à peu vollzählig werden. Ich denke, das ist immer dann auch von der Atmosphäre her ganz toll. Die ersten Tage standen natürlich auch vor allem im Zeichen, die Spieler aus ihren unterschiedlichen Belastungsstufen abzuholen. Das heißt, die Spieler hatten ja unterschiedliche Spielrhythmen und der ein oder andere hatte eine Verletzung, der eine hatte mehr Belastung über den DFB-Pokal und die normale Runde, die anderen zusätzlich sogar noch Champions League. Deswegen war unser erster Ansatz der, dass wir versuchen, jetzt erstmal alle auf den gemeinsamen Level zu bringen, um dann natürlich auch inhaltlich richtig arbeiten zu können. Ihre Fragen, eure Fragen? Felix Manselt, kannst du anfangen? Eins, eins. Markus, wir haben gestern vom Oliver Bierhoff erfahren, dass er in Silicon Valley war und sich da so ein bisschen mit einer Gruppe informiert hat. Ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst. Die Frage, welchen Einfluss, wie diese Geschichte schon, dieses Coaching über Tribüne-Feedback bei der WM einnehmen, wie wichtig siehst du das, weil du ja oft einer derjenigen bist, die dann oben auf der Tribüne sitzen, vielleicht da zwei, drei Worte und einen Blick für uns und die Erklärung, wie es ablaufen soll, wie da kommuniziert wird. Ah, okay. Also Fakt ist ja, dass man sich immer fortbilden muss und schauen, was für Möglichkeiten gibt, um sich zu verbessern. Deswegen auch die Reise in Silicon Valley. Fakt ist, dass wir natürlich trotzdem an Statuten gebunden sind, die von der FIFA vorgegeben werden. Jetzt zum ersten Mal wird es bei der WM die Möglichkeit geben, zu korrespondieren von oben nach unten. Ist für uns natürlich ein gutes Tool. Als Trainerteam, ich denke, ich bin jetzt über zwei Jahre dabei, das hat sich bewährt, in der ersten Halbzeit oben zu sitzen und gewisse Dinge im Überblick zu haben, die man von unten, von der Perspektive einfach nicht erkennen kann. Durch den Ablauf jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, direkter und schneller gewisse Informationen dem Trainerteam zukommen zu lassen, wohl wissend, dass es natürlich dann auch hier sehr gut sortiert sein muss, weil man kann ja jetzt nicht von oben nach unten permanent Informationen zukommen lassen, weil der Trainer ja eingeschränkt ist in seiner Möglichkeit, während des laufenden Spiels Einfluss auf die Jungs zu nehmen. Deswegen denke ich, wird das Hauptkriterium definitiv weiterhin die Halbzeitpause bleiben. Wir verstehen es nicht, Felix. Nimm mir mal kurz das Mikro. Wie kann man sich das im konkreten Fall vorstellen? Bei einer Extremsituation funkt man dann von oben runter oder habt ihr schon Absprachen getroffen, wie ihr das handhaben wollt? Vielleicht gerade da einen Einblick. Ja, es gibt Headsets in gewissen Zonen, wo man sich unterhalten kann. Das heißt, wenn ich jetzt oben bin und habe das Headset bei mir am Mann, dann kann ich direkt unten auf die Bank kommunizieren. Uli Köhler. Mit wem wird die Kommunikation stattfinden und ist es dann so, dass Sie oben dann ein Tablet haben, wo diese taktischen Dinge aufgelistet sind, senden Sie das dann runter, weil nur so kann man sich ja besser vorstellen, als wenn es nur über Headset geht, wie bei der NFL oder so. Ja, man hat beide Möglichkeiten, aber wir haben bis jetzt ja auch noch die Möglichkeit gehabt, richtig zu testen, weil die Möglichkeit, die besteht ja dann erst. Alle technischen Mittel zur Verfügung haben wir erst bei der WM. Aber Fakt ist, dass ich mit dem Thomas in Kontakt bin und dass wir natürlich jetzt im Einzelnen die Szenen dann vorbereiten für die Halbzeitpause und wie sich das dann weiterentwickelt. Weil eins ist klar, die Spieler kann man jetzt nicht mit zu viele Informationen füttern, weil es ja auch so ist, dass
wir jetzt wie im American Football dann zwei Mannschaftsteile haben, die nur für die Offensive, Defensive zuständig sind, sondern ich denke, es bleibt dabei, komprimiert, klare, einfache Anweisungen, die der Trainer dann der Mannschaft bei Halbzeitpause mitgeben kann. Ist es dann, dass ich nachfragen darf, ist es dann statt der Klatte, die man ja jetzt schon manchmal hat, wenn Spieler eingewechselt werden, dass man ihnen taktisch was zeigt, ist es dann ein Tablet, irgendein iPad oder sowas? Ja, die Form, das ist ein Tablet, ja. Ja. Okay, Stefan Hermanns, können wir gleich das Mikro weitergeben in der ersten Reihe, ja. Der einzige Spieler, der noch fehlt, aus nachvollziehbaren Gründen, ist ja Toni Kroos. Wann rechnen Sie mit ihm? Gibt es da schon einen Zeitplan? Und wie sieht es bei Jerome Boateng aus? Also wann wird er Ihrer Meinung nach ins Mannschaftstraining einsteigen können? Jerome hat heute individuell trainiert. Ich muss sagen, ein großes Lob an die medizinische Abteilung und auch an ihn, die wirklich herausragende Arbeit leisten. Für mich ist natürlich ein entscheidender Faktor, dass man Jerome zu WM spielfähig bekommt. Und für mich wäre es jetzt nicht so entscheidend, ob der einen Tag früher oder später ins Training einsteigt, sondern das Entscheidende, denke ich, wird sein, dass er dann zu WM spielfähig sein wird. Bei Toni, denke ich, da muss man das Spiel abwarten. Der wird dann mit Sicherheit dann im Laufe der nächsten Woche aber zu uns stoßen. Jochen Stutzki. Herr Sorg, nochmal zum Headset. Hat Jogi Löw dann auch ein Headset an oder ist es ausschließlich Thomas Schneider, der das dann unten trägt? Wie können wir uns das vorstellen? Sehen wir einen Bundestrainer mit Headset oder ohne? Ich glaube, Sie werden der gewohnte Bundestrainer nach wie vor an der Linie sein. Gut, dann noch eine Frage zu Ihrer Aufgabe. Also Sie und Thomas Schneider, einer ist die rechte, einer die linke Hand. Können Sie uns vielleicht erklären, worin der Unterschied und die Gemeinsamkeiten in Ihren Aufgaben jetzt im Training und dann auch während der Spiele besteht? Also wir haben ja im Gegensatz zu vielleicht manchen Ansätzen nicht klar separiert, zum Beispiel Thomas ist für die Defensive zuständig, ich für die Offensive, sondern wir haben ein unfassbar breites Spektrum. Wir haben sehr viele Spieler und dieses breite Spektrum, das decken wir beide zusammen ab. Wir teilen uns die Aufgaben dann dementsprechend auf und von daher kann man da jetzt nicht genau sagen, der ist genau für das zuständig oder der macht nur das, weil wir auch der Meinung sind, Fußball ist natürlich ein komplexes Spiel und das dann über zwei Trainer aufzuteilen, nur in Defensive und Offensive, sind ja fließende Übergänge, halten wir nicht so für optimal. Nein, also speziell haben wir da jetzt keine Vorlieben. Das Einzige, was man ist, vielleicht ist, wenn man, jeder ist Mensch und der eine hat vielleicht zu dem Spieler ein bisschen näheren Draht, weil er ihn schon im Verein hatte oder in der U-Mannschaft. Und der andere zum anderen einen eheren Draht. Deswegen ist die, sag mal, die Begleitung der Spieler dann die, die es dann ausschlaggebend macht, wo wir uns unterscheiden. Günther Klein. Der Hansi Flick hatte vor 4 Jahren einen Kalender immer bei sich, der sehr dick und sehr vollgeschrieben gewirkt hat. Ist es bei Ihnen auch so? Haben Sie schon alles durchgetaktet, das ganze Turnier bis zum Anschwitzen am 15. Juli? Und noch eine zweite Frage, seit einem Jahr gehört Miro Klose zum Trainerstab. Wie entwickelt er sich denn so als Trainer? Merkt man bei ihm so einen Übergang vom ehemaligen Spieler zum künftigen Verantwortungsträger? Ja, natürlich sind wir vorbereitet, das wäre ja auch mehr als fahrlässig. Aber wir haben uns natürlich trotzdem die Freiheit gelassen und die muss man, denke ich, auch die Freiheit haben, spontan zu entscheiden. Es nützt ja nichts, wenn jetzt zum Beispiel morgen Krafttraining draufsteht, wenn wir das so planen und die Spieler sind aufgrund unterschiedlicher Dinge einfach vielleicht nicht in der Lage, Krafttraining zu machen. Das heißt, wir haben natürlich einen Plan, wir haben natürlich gewisse Dinge, die wir abarbeiten wollen und die wir auch schon vorbereitet haben, aber jetzt wann, zu welchem Tag und wie, die Freiheit haben wir uns dann schon gelassen, dass wir das dann kurzfristig entscheiden können. Miro, denke ich, man sieht, er hat unglaublich viel Wissen und vor allem Wissen, das wir jetzt, die auf so hohem Niveau nicht gespielt haben, nicht haben, weil er viele Dinge einfach anders sieht, aus Spielersicht eines Weltklasse-Spielers, die für uns sehr wertvoll sind und die trainertechnischen Abläufe, die Dinge, die dann auf dem Platz ablaufen, das sind Erfahrungswerte und die muss er natürlich machen, da unterstützen wir ihn natürlich auch, aber
ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich sehe einen sehr talentierten Trainer in Miro. Clever Mucha. Herr Sorg, der Kader ist jetzt fast komplett. 4 Spieler müssen noch aussortiert werden. Spürt man den wachsenden Konkurrenzkampf? Ich muss ehrlich sagen, das Verhalten der Spieler ist einmalig. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier irgendwie so gearbeitet wird, um einem anderen irgendwas nicht zu gönnen oder sich besser zu positionieren. Klar ist, wir sind in einer Leistungsgesellschaft und jeder muss schauen, dass er optimal an seine Leistungsgrenze kommt und seine Möglichkeiten ausschöpft. Aber ich kann nur sagen, die Spieler, die geben alle richtig Gas und halten zusammen, was ganz zum Schluss dann die Entscheidung mit Sicherheit auch nicht einfacher machen wird. Jens Mende. Manuel Neuer hat ja jetzt alle Übungen mit absolviert. Es sah für uns sehr gut aus, was da schon passiert. Wie ist denn Ihr Eindruck vom Trainerstab? Und als zweite Frage vielleicht, was steht denn jetzt die nächsten Tage an? Man will ja sozusagen ins technisch-taktische Training übergehen. Wann wird das passieren? Was ist, sag mal, morgen, übermorgen so geplant? Also ich muss auch sagen, Manu, für mich, bin ja jetzt kein Torwart-Spezialist, das kriege ich ja auch immer wieder von Andi Köpke mitgeteilt, dass ich mich da doch ein bisschen zurückhalten soll. Deswegen ist für mich dann schwer einzuschätzen, aber er macht auch subjektiv wie für Sie auch einen sehr guten Eindruck. Als Trainingsinhalte wollen wir schon noch jetzt auch vor allem den morgigen Tag nutzen, individuell zu arbeiten und dass die Spieler dann doch in ihren Dingen, die sie noch für nötig halten, arbeiten können. Und dann im Laufe der Woche natürlich im taktischen Bereich versuchen dann zu starten. In erster Linie natürlich wollen wir versuchen, unser gutes Offensivspiel zu perfektionieren. Da gewisse Dinge von den Abläufen, von den Grundsätzen, dass wir das dann wieder richtig reinbekommen, weil die Spieler natürlich jetzt auch schon länger nicht zusammen waren. Das dauert immer ein bisschen. Das denke ich, das wird ein großer Ansatz sein. Und für uns natürlich, wie allem in der Defensive, dass wir eine gute Organisation haben, dass wir da sehr kompakt sind. Das sind so am Anfang so ein bisschen mal die Schwerpunkte. So, Erik Munin, noch eine Frage, letzte Frage an den Markus Sorg. 2 Fragen. Die eine ist, wie lange denken Sie, wird es dauern, bis Sie alle Spieler dann auf einem Fitnesslevel haben? Und die andere Frage, wenn ich richtig informiert bin, gibt es 2 Testspiele gegen die U20 und das Testspiel gegen Österreich, bevor der 23er Kader nominiert wird. Wie viel Spielzeit gedenken Sie dann Manuel Neuer einzuräumen? Es geht dann nicht nur um die körperliche Fitness, sondern auch um diese Spielfitness. Ja. Ich meine, der Bundestrainer hat ja gesagt, dass für den Manu die Spielpraxis wichtig ist. Die Entscheidung, wie lange er dann spielt, die trifft dann im Endeffekt der Bundestorwarttrainer mit dem Bundestrainer und mit Manu, weil ich denke, das muss ja auch in dieser Hinsicht abgestimmt sein. Und natürlich wollen wir versuchen, dass wir dann Ende der Woche im Laufe der Prozesse alle Spieler so auf dem Level haben. Ganz zum Schluss ist es ja auch ein fortlaufender Prozess, der uns in gewissen inhaltlichen Dingen ja nicht bei Ende dieses Trainingslagers beenden lässt, sondern auch unsere taktischen und technischen Inhalte laufen ja bis zur WM und darüber hinaus während des gesamten Turniers. Und so ist dann auch mit dem Fitnesslevel, wenn wir natürlich auch unterschiedlich belasten müssen, weil es geht man kann nicht alle Spieler gleich belasten im Spiel und eine Spielmöglichkeit geben. Deswegen muss man da auch immer ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. So, wenn das die letzte Frage war, ansonsten, ich biete es Ihnen gerne nochmal an Markus Sorg. Ja, bitteschön. Das Mikro kommt. Gestern hat Beerhof gesagt, Markus Sorg hat sehr gute Meinung über Nils Petersen und wie bewerten Sie diese Spieler? Hat er echt meinen Namen gesagt? Explizit? Ja. Gut. Ja, ist schon richtig. Aber wir sind natürlich als Trainerteam von ihm auch überzeugt. Sonst wäre er ja auch nicht hier. Und für uns wird es natürlich auch und deswegen sehr interessant, wie er sich hier in diesem Kreis präsentiert. Und wir freuen uns alle drauf. So, dann vielen Dank erstmal für sozusagen die erste Halbzeit an Markus Sorg, für dich, du wirst ausgewechselt, 2 werden für dich eingewechselt, ne? Das kommt deiner Rolle, genau.
Und ich rutsch einfach ein Stück weit auf und sage auch Hallo Leon Goretzka, hallo Sammy Khedira. Ihr seid beide seit Mittwoch jetzt auch hier im Trainingslager. Sammy, auf deinen eigenen Wunsch darf ich ja sagen, du hättest ja nach Rücksprache, glaube ich, mit dem Bundestrainer auch die Möglichkeit gehabt, noch ein, zwei Tage zu regenerieren, wolltest aber unbedingt kommen. Frage an euch beiden, ja, wie habt ihr so die ersten Tage hier erlebt? Wie geht's euch? Wie ist es mit den anderen Spielern wieder zusammenzukommen? Und Markus hat viel von Belastung gerade gesprochen. Wo steht ihr gerade individuell und wo auch die Mannschaft? Wie seht ihr gerade so den aktuellen Status? Leon? Muss ich noch irgendwas drücken? Oder? Nee. Ja, erstmal Dankeschön. Also ich für mich persönlich habe mich natürlich sehr gefreut, alle wiederzusehen und ja, in dem Kreise zusammenzukommen. Und ich glaube, was mein Fitnesslevel angeht, ich fühle mich sehr gut. Ich glaube auch die Woche oder die eineinhalb Wochen nach der Saison noch gut genutzt zu haben, um mich in eine gute Verfassung zu bringen. Und auch die ersten Tage hier ja, waren sehr intensiv. Und ja, aber ich fühle mich von meinem Fitnesslevel sehr gut und gut gewappnet. Ja, erstmal hallo zusammen. Mir geht es ähnlich wie beim Leon. Wir haben ja noch eine Woche länger gespielt. Das heißt, gerade vom Fitnesslevel her bin ich auf einem guten Level. Klar war die Saison sehr anstrengend. Deswegen hatte ich dann noch drei, vier Tage, wo ich nutzen konnte, um mich ein bisschen zu erholen, nicht an Fußball zu denken. Und jetzt bin ich wirklich auch sehr froh, hier wieder im Kreise der Nationalmannschaft zu sein. Wir sind jetzt auch längeren Zeitraum zusammen. Eine Weltmeisterschaft ist etwas ganz Besonderes. Ja, das merkt man jetzt auch schon hier in der Vorbereitung. Klar ist noch ein bisschen hin bis zum ersten Spiel, aber die Vorbereitungen laufen schon. Deswegen, ja, es ist ein spezielles Gefühl und auch mit den Jungs hier, mit dem Team, auch mit dem ganzen Staff, das macht unheimlich viel Spaß. Und deswegen waren auch die ersten Tage anstrengend, intensiv, aber gleichzeitig auch mit einer großen Freude. Ihre Fragen, Jochen Stutzki, die erste. Leon, beim vergangenen Länderspiel gab es auch Kritik von innerhalb der Mannschaft. Gab die Kritik an den Spielern, die sich hätten aufdrängen können, haben es nicht getan. Die Kritik hat auch in ihre Richtung abgezielt, wie wir interpretieren. Wie kam die bei Ihnen an und was hat sich bei Ihnen verändert in der Denkweise oder vielleicht hat es Sie sogar angespornt? Ja, man muss natürlich auch gucken, von wem die Kritik kam. Und ich glaube, wenn sich das einer so erlauben kann und von wem ich mir die Kritik annehme, dann ist das von Toni Kroos. Und ja, deswegen alles gut. In der Tat, ich denke, sowas spornt einen an. Ich glaube, insgesamt war das nicht genug von der Mannschaft in dem Spiel. Und ja, von mir persönlich auch nicht. Aber ich denke, nach dem Spiel habe ich auch wieder die richtige Richtung eingeschlagen. Und wie gesagt, fühle mich körperlich sehr gut und dementsprechend bin ich auch positiv, dass in den nächsten Spielen das wieder besser aussehen wird. Günther Klein. Haben wir den Strom abgedreht, Günther? Versuch nochmal, sprich nochmal rein. Jetzt? Ah, klingt besser. Ja, an jeden eine Frage. Sammy, wie ist es denn in Italien? Ihr Eindruck, hat man jetzt das verkraftet, dass man nicht bei der WM dabei sein wird? Und wem, glauben Sie, werden die Sympathien der Italiener gelten? Sind vielleicht sogar die Deutschen dann die Nutznießer? Und an Leon, viele Menschen spielen Managerspiele, auch Journalisten. Und manche waren ein bisschen irritiert. Die haben den Leon Goretzka gekauft und er hat dann so Ende der Hinrunde, Beginn der Rückrunde so einen unklaren Status gehabt. Da hieß es immer knöcherne Stressreaktion im Unterschenkel und es war immer so eine Sache von Woche zu Woche, können Sie spielen oder nicht? Können Sie noch ein bisschen was über diese Verletzung sagen? Haben Sie die als bedrohlich empfunden? War das so eine knappe Sache, ob jetzt am Knochen irgendwie ein Schaden entsteht? Wie war das so? Ja, zu der Italien-Frage. Ich denke, das war nicht nur für Fußball Italien, sondern auch für alle Fußballliebhaber ein Schock, ne? Weil meines Erachtens gehört Italien zu einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine große Fußballnation mit großartigen Spielern. Man hat es schon gemerkt bei den Spielern, mit denen ich jetzt zusammenspiele, dass es ein unheimlicher Schock war, dass sie lange gebraucht haben, es zu verkraften. Speziell bei Gigi Buffon. Das hat man auch
gemerkt und auch gefühlt. Aber klar, das ist jetzt, sie haben es akzeptiert. Und es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man dann auch in Italien lebt, dass sie nicht bei so einem großen Turnier wie einer Weltmeisterschaft mit dabei sind. Aber wem sie jetzt die Daumen drücken, das kann ich nicht sagen. Ich hoffe natürlich, dass sie uns unterstützt werden. Aber ja, im Endeffekt werden wahrscheinlich so viele Fernseher nicht angeschaltet werden während der Weltmeisterschaft, weil der Frust noch zu groß genug ist. Ja, und zu der Frage mit der Verletzung, die ich hatte. Ich glaube, so viele Fragezeichen sollten da gar nicht aufblühen. Also es ist einfach eine Stressreaktion am Knochen gewesen. Und ich glaube, dass man eben deswegen nicht von vornherein sagen konnte, wie lange es dauert, weil das einfach eine sensible Geschichte ist, wenn eine Entzündung da ist. Und ich glaube, dass da einfach wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt, bis sie komplett ausgeheilt ist und nicht wieder zu früh anfängt. Und dementsprechend konnte man vielleicht nicht sofort eine klare Ansage machen, wie lange das dauert, aber als bedrohlich habe ich das nicht empfunden und ich habe davon jetzt auch keine Folgen davon oder langfristige Folgen davon getragen. Wie ich gerade schon 2-3 Mal gesagt habe, fühle ich mich topfit und ist kein Problem. Johannes Duziak. Innen, auf der Innenseite, genau. Herr Khedira, haben Sie in den vergangenen Tagen nochmal mit Mesut Özil und Ilkay Gündogan geredet über den Skandal, den Sie hatten vor einer Woche oder so? Und haben Sie da eine persönliche Meinung zu? Also gerade Mesut, mit dem ich ja auch bei Real Madrid zusammengespielt habe und lange Jahre schon kenne, auch von der Jugendnationalmannschaft und auch mit Ilkay, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, tausche ich mich eh immer aus. Ja, wir haben jetzt nicht speziell über dieses Thema gesprochen, da wurde viel darüber diskutiert, jeder hat seine Meinung dazu gesagt. Was ich von mir aus persönlich sagen kann, dass es zwei einwandfreie Jungs sind, ja, die wirklich einen sehr guten Charakter besitzen. Sportlich brauchen wir darüber gar nicht sprechen, aber auch menschlich wirklich einen sehr feinen Charakter haben, sehr hilfsbereit sind, sehr freundlich. Meines Erachtens auch eigentlich Vorbilder für die Jugendlichen sind. Deswegen bin ich jetzt wirklich auch der Meinung, es wurde jeder seinen Senf dazugegeben. Das sollte jetzt auch wirklich auch mal abgeschlossen sein. Ich glaube, sie haben auch das eine oder andere Gespräch gehabt, auch mit dem Bundespräsidenten. Und deswegen sollte das Thema jetzt auch mal tabu sein. Wir sind jetzt hier bei der Vorbereitung für eine Fußball-Weltmeisterschaft und darauf konzentrieren wir uns jetzt auf nichts anderes mehr. Michael Rosentritt. Herr Khedira, Sie gehören zu einer Gruppe von Spielern, die in ihr drittes WM-Turnier gehen. Diese Gruppe ist an der Schwelle zum 30. Lebensjahr, knapp drunter, knapp drüber. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, dass diese Gruppe von Spielern wieder die Achse der neuen WM-Mannschaft bilden soll? Ja, wie Sie es eben schon gesagt haben, das ist für die meisten dann das dritte Turnier bei einer Weltmeisterschaft. Und was dafür spricht, ist ganz klar die Erfahrung. Auch zu wissen, wie man sich darauf vorzubereiten hat. Auch gerade die jüngeren Spieler, die dann ihr erstes großes Turnier spielen, die unheimlich viel frischen Wind reinbringen, unheimlich viel Qualität reinbringen, auch wirklich den Konkurrenzkampf erfrischen und auch die älteren, etablierten Spieler da pushen. Aber wir wissen, worauf es ankommt. Ja, wir können auch speziell mit dem Trainerteam auch immer wieder uns abstimmen, gerade was die Trainingsbelastung angeht. Und deswegen sehe ich das eigentlich 0,0 als Nachteil, sondern eher als Vorteil. Und ein Stück weit über 30, ein Stück weit unter 30 ist immer noch jung, egal ob drüber oder drunter. Oliver Mucha. Herr Goretzka, beim Confed Cup im vergangenen Jahr waren Sie einer der Shootingstars. Jetzt sind viele etablierte Spieler zurück. Wo sehen Sie jetzt Ihre Rolle in der Mannschaft? Ja, ich glaube, dass Sammy gerade angesprochen hat, dass jetzt auch viele junge Spieler dazugekommen sind. Und ich bin jetzt 23, ist im Fußball gar nicht mehr so jung, aber ich zähle mich schon noch zu den Spielern. Und ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wie ich meine Rolle sehe, sondern ich möchte einfach hier im Training Gas geben, in den Spielen Gas geben und dann schauen, was passiert. Sammy, vor
4 Jahren waren Sie in der Situation, in der jetzt Toni Kroos steckt. Sie haben die Champions League gewonnen. Was kann das mit einem Spieler machen vor einer Weltmeisterschaft? Wie kommt man da ganz anders an? Also ich habe sie damals gewonnen. Toni hat sie schon öfters gewonnen, aber heute Abend noch nicht. Aber ich persönlich drücke ihm die Daumen. Ich drücke ihm die Daumen. Ich wünsche auch meinem Ex-Verein Real Madrid, dass sie etwas Historisches schaffen. Aber ja, jetzt unabhängig vom Ausgang, ich denke, ein Gewinn von der Champions League, das ja, gibt nochmal mehr Rückenwind, aber wenn man Toni ein bisschen kennt, dann weiß man, glaube ich, dass er sich nicht von Erfolg oder Misserfolg irgendwie blenden lässt, sondern unabhängig vom Ausgang des Spiels heute Abend weiß ich zu 100%, dass er ab nächster Woche voll fokussiert auf das Turnier ist, voll fokussiert auf unsere Mannschaft, aber nichtsdestotrotz wünsche ich ihm natürlich alles Beste und alles Gute für heute Abend. Uli Köhler. Sammy, ich habe auch vor 4 Jahren noch vor mir, da konnten Sie und der Basti, glaube ich, so eine halbe Runde joggen am Anfang des Trainingslagers und am Ende ist der Weltmeistertitel rausgesprungen. Wie ist im Moment Ihr Zustand, Ihr körperlicher? Ich weiß ja, ab und zu zwickt der eine oder andere Muskel dann mal. Wie würden Sie es beschreiben und schaffen Sie 7 Spiele in Folge, wenn der Trainer das so will? Viele Fragen. Also zuerst mal, ich konnte schon ein bisschen mehr als eine halbe Runde joggen. Ne? Also ich habe davor auch noch ein Champions-League-Finale gespielt. Das geht, da muss man schon ein bisschen fitter sein. Aber wo Sie recht haben, ist natürlich, dass ich in einem ganz anderen Zustand bin. Also 2014 war eine spezielle Situation mit dem Kreuzbandriss. Ja, das war auch mental nicht ganz einfach, weil es schon sehr knapp wurde. Aber jetzt seit über 2 Jahren spiele ich komplett ja, ohne Verletzung durch. Ich habe keine Probleme, was normal ist, dass man mal Kleinigkeiten hat, aber die nicht einen hindern, irgendwo Topleistung abzurufen. Deswegen fühle ich mich gut. Ja, da kann ich mich auch noch mal ganz anders einbringen, weil ich nicht nur auf mich fokussiert sein muss und schauen, dass ich fit werden muss, sondern ich kann auch jetzt ja, den Rundumblick haben, kann Mitspieler besser führen, kann andere Aufgaben noch intensiver übernehmen. Und diese Aufgabe jetzt ist mir viel, viel lieber als die wie vor 4 Jahren. Aber ich hoffe natürlich mit dem gleichen Ausgang. So, ich habe noch 2 Fragen. Felix Mansel und Jochen Stutzki. Felix, fangen wir mal wieder an, du hast das Mikro. Ja, Sammy, auch an dich die Frage. Gab es denn Kontakt jetzt zu den alten Freunden aus Madrid? Wurde da nochmal geschrieben? Und wie läuft das Abend ab jetzt? Sitzt ihr zusammen vor der Großleinwand, jeder in seinem Zimmer? Wie drückt ihr die Daumen und wie schaut ihr heute Abend? Kontakt war jetzt keiner da. Der letzte Kontakt war nach dem Viertelfinale, dass wir mit Juve relativ unglücklich verloren haben, aber ja, ansonsten weniger. Wir werden, denke ich mal, wie es immer ist, vor Turnieren gemeinsam das Spiel anschauen. Zumindest wird es angeboten und meistens ist dann immer die ganze Mannschaft plus der Staff da, wo sich das Spiel anschaut, weil es einfach auch ein großartiges Spiel ist. 2 tolle Mannschaften, die es letztendlich dann auch verdient haben, im Finale zu stehen. Deswegen, ich freue mich auf das Event heute Abend. Jochen. Meine Frage nochmal an Leon Goretzka. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen Gas geben und schauen dann, was dabei rauskommt. Wenn man jetzt den Kader so ein bisschen analysiert, ist im linken Mittelfeld mit Reus, mit Sané und Draxler sehr gut besetzt. Rechts bei Thomas Müller sehe ich vielleicht Julian Brandt, vielleicht aber auch Sie. Wie können Sie sich vorstellen, auf andere Positionen auszuweichen, um bei der WM unbedingt dabei zu sein? Ja, erstmal glaube ich, dass wir jetzt nicht zwingend eine Position haben, wo wir nicht gut besetzt sind. Und ja, das Zweite, normalerweise bin ich ja auch im zentralen Mittelfeld zu Hause. Da habe ich ja, die ganze Saison über gespielt. Ich denke aber schon, dass auch ein Vorteil von mir ist, dass ich eben sehr variabel einsetzbar bin. Und das ist, glaube ich, in dem Turnier auch nicht so verkehrt. Vorne also gerne. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich spiele. Von daher, also wo ist dann im Endeffekt egal. So, es tut mir leid, wir müssen leider zum Ende kommen. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Wünschen wir Ihnen einen schönen Nachmittag. Der Markus Sorg hat es angesprochen. Morgen finden ja individuelle Aktivitäten statt im Fitnessbereich.